Hallo zusammen, heute bin ich mal in Oberstdorf-Tiefenbach unterwegs. Es geht eine Runde um den Ochsenberg. Erstmal ein Stück durchs Dorf. Hier ist die Wiese noch nicht gemäht, aber die meisten Bauern sind gerade überall voll dabei. Diese Begrüßung finde ich immer sehr nett. Nochmal ein Blick auf die Kirche. Ihr macht ja einen ganz schönen Krach. Aber schön ist es ja, dann weiß man, man ist in den Bergen. Genauso wie wenn ich ans Meer fahre und dann die ersten Möwen höre. Da weiß ich auch, herrlich, ich bin am Meer. Die Strecke hat heute auch so ungefähr 8 Kilometer und 300 Höhenmeter, würde ich mal sagen. Ich bin schon wieder falsch gelaufen, also geht es mal wieder ein paar Meter zurück. Und hier ist es auch direkt wieder schöner. Also nicht, dass es gerade nicht schön war. Hier kommen jetzt die nächsten Höhenmeter. Hier kann man auch wieder alle paar Meter anhalten und die Aussicht genießen. Also es gibt hier schon noch einiges, was ich entdecken kann. Hier ist ein Kletterfelsen, sieht aber noch gesperrt aus, auf jeden Fall mit Flatterband abgesperrt. Und hier geht's weiter. Da ganz hinten kann man die Sprungschanzen von Oberstdorf sehen. Weiß ich nicht. Mal schauen, ob man das auch auf dem Video erkennt. Im Winter ist der Weg auch gesperrt hier wegen Wildschutz. So, ich glaube von November bis März. Immer noch ein schöner Waldweg. Hier kommt gleich eine Wiese. Hier geht es jetzt weiter Richtung Judenkirche und Jägersberg. Da unten kann man aber auch weiterlaufen. Hier war jetzt mal ein Stück, was ein bisschen, ja, was heißt schwierig, aber schwieriger war. Aber man kann sich ja auch gut festhalten. Ansonsten heißt es halt aufpassen, Absturzgefahr. Da hinten ist Oberstdorf. Von da komme ich.
Und hier ist jetzt so ein riesen Felsentor. Schauen, ob ich das irgendwie ganz drauf kriege. Nicht schlecht. Das ist jetzt hier auch die Judenkirche. Lohnt sich. Mit sowas habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Hier geht es erstmal wieder runter. Auch gut aufpassen. Von da oben komme ich her. Der steinige Weg ist jetzt, glaube ich, auch erstmal zu Ende. Das waren jetzt schon über 200 Höhenmeter. Ich denke mal, so viel wird dann auch nicht mehr kommen heute. Ich weiß, dass es ungefähr knapp um die 300 waren. So, hier ändert sich die Landschaft wieder. Ist mal wieder auf der Wiese unterwegs. Links und rechts alles Wiesen. Hier gibt es aber auch noch mehr Löwenzahn als Pusteblume. Und da kam ich gerade her. Noch 10 Minuten bis zum Jägersberg. Mal schauen, ob man da direkt vorbeikommt oder ob das auch wieder irgendein Abstecher ist. Ich finde es heute gerade schön angenehm, diese kurze Tour. Früher, da mussten es immer 20 oder 25 Kilometer sein. Das brauche ich jetzt absolut nicht mehr. 15 Kilometer, das reicht dann auch, je nachdem. Aber heute sind es nur 8. Kann man richtig schön bummeln, macht richtig Spaß, weil man nicht irgendwie noch groß auf den Bus angewiesen ist. Ich fahre zwar nachher noch hier von Tiefenbach nach Oberstdorf rein, aber das ist ja nicht weit. Zur Not kann man das auch laufen. Ich glaube, da geht es gleich wieder links hoch. Hier sieht man mal eine Karte. Der Weg geht jetzt normalerweise hier wieder lang, dann zurück nach Tiefenbach. Aber ich überlege gerade, ob ich nicht direkt jetzt von hier Richtung Oberstdorf laufe. Dann muss ich nachher nicht mit dem Bus fahren. Ich habe mich jetzt doch entschieden, weiterzulaufen, die Strecke, die ich geplant hatte. Ich denke mal, dass jetzt hier die Ortschaft irgendwie Jägersberg heißt oder wie auch immer. Ich muss mir mal noch eine Wanderkarte von der Gegend hier holen. Ich habe nur einen Wanderführer, wo dann auch die fertigen Touren drin sind, auch auf einer Karte. Aber so eine Wanderkarte, da sind ja dann doch noch andere Wege eingezeichnet. Nochmal einen Blick zurück. Hier habe ich erstmal eine kurze Pause gemacht mit dem Ausblick. Ich bin jetzt 3,6 Kilometer unterwegs, habe jetzt 2 Stunden gebraucht. Genau das meine ich mit Bummeln. Schön Zeit lassen und genießen. Ein bisschen mehr als 4 Kilometer muss ich noch
Vielleicht brauche ich dann noch mal 2 Stunden. Ich bin jetzt hier übrigens auf den Weg Nummer 6 unterwegs. Muss ich mir direkt nachher, ich hole mir nachher direkt eine Wanderkarte. Dann kann ich mal schauen. Ja, ich laufe jetzt weiter Richtung Tiefenbach. 1¼ Stunden. Die Wandertrilogie geht ja auch wieder lang. Weiter geht's auf diesem Pfad hier. Links plätschert ein Bach. Kleiner Wasserfall von dem Bach gerade. Von da komme ich gerade wieder ein richtig schöner Weg. Und wieder raus aus dem Wald. In diese Richtung kann man jetzt nach Fischen laufen. 50 Minuten. Da ganz hinten ist wieder der Gründen zu sehen. So wie es aussieht, werde ich jetzt erstmal ein Stück an der Straße langlaufen. Mal schauen, wie lange. Bis Tiefenbach ist es jetzt noch eine Dreiviertelstunde. Hier an der Straße werde ich dann auch nicht so bummeln. Hier ist richtig was los. Autos, der Bauer, Haufen Fahrradfahrer, schöne Aussicht. Hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil das ist auch Fahrradweg. Hier ist sogar direkt eine Bushaltestelle. Vielleicht kann ich ja mit dem Bus fahren, das Stück. Spare ich mir das Stück an der Straße. Ich laufe weiter. Der Verkehr hält sich noch in Grenzen. Geht jetzt doch noch mal weg von der Straße. Waren auf jeden Fall mehr Fahrradfahrer als Autos unterwegs. Ich bin früher ja auch nur Fahrrad gefahren. Ich war auf dem Elberadweg unterwegs. Da bin ich dann von Spindlermühle zur Elbquelle hochgelaufen. Ja, und da habe ich dann das Wandern entdeckt. Und seitdem gehe ich wieder mehr wandern als Fahrradfahren. Muss ich aber auch wieder ändern. Ich muss mehr Fahrrad fahren. Ich habe mal im Ruhrgebiet gewohnt, da konnte man schön fahren, auch Rennrad entweder am Rhein. Da gab es so viele Wirtschaftswege, die asphaltiert waren, da hat das richtig Spaß gemacht.
Aber jetzt in Frankfurt, da reizt mich überhaupt nichts. Da habe ich noch nicht mal Lust, das Fahrrad überhaupt aus dem Keller zu holen. Doch gut, dass ich nicht an der Bushaltestelle gewartet habe. Hätte ich das hier alles verpasst. So, hier stehen mal ein paar Esel auf der Wiese. So, ich bin jetzt hier im Ort. Ich werde mich jetzt bei euch verabschieden. Eine Tour wird wahrscheinlich noch kommen, also unbedingt abonnieren. Ja, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.